Der Rang 4 Bahnhof Nürnberg, Frühjahr 1988. Nach einer Umbauzeit von nur 5 Jahren präsentiert sich die Drehscheibe des Güterverkehrs im nordbayerischen Raum jetzt als einer der modernsten Rangierbahnhöfe in Europa. Seit der Inbetriebnahme 1903 war die als Gefällebahnhof gebaute Anlage im Süden von Nürnberg kaum verändert worden. Die Auflösung der ankommenden Züge, die Verteilung der Wagen und die Zusammenstellung der neuen Züge wurden hier vorwiegend im Handbetrieb abgewickelt. Der Umbau in eine fast vollständig automatisierte Ablaufanlage ist ein technisches und organisatorisches Meisterstück. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die aufwendige Modernisierung unter dem rollenden Rad, also während des normalen Alltagsbetriebes, zu bewältigen war. Eine solche Baumaßnahme hat es bisher noch nicht gegeben. Die Modernisierung des Rangierbahnhofs Nürnberg war dringend nötig. Ein Blick zurück. So lief, etwas vereinfacht dargestellt, der Betrieb im größten Gefällebahnhof der Deutschen Bundesbahn über 80 Jahre lang ab. Nach der Ankunft eines Zuges in der geneigten Einfahrgruppe musste zunächst eine vorgeschriebene Zahl von Handbremsen geschlossen werden. Die nächsten Schritte wie sonst auch üblich: Druckluftbremsen entlüften, Bremsleitungen trennen, Wagenkupplungen langmachen. Der Zugabfertiger legte die Nummern der Richtungsgleise fest, in die die einzelnen Wagen oder Wagengruppen rollen sollten. Über Telefon gab er die gesammelten Informationen an einen Mitarbeiter im Bahnhof weiter. Gleis 7, 53, 323. 2 beladen, 21 Hand, 0x 114 Seite, Vorsicht x 75, Vorsicht Handauto. Der Mitarbeiter tippte den Rangierzettel, die Arbeitsunterlage für insgesamt 48 Stellen auf dem Rangierbahnhof. Mit Boten oder per Rohrpost gelangte der Rangierzettel dann zu den am Ablauf Beteiligten. In diesem Falle ist der Gleisbremser der Adressat. War der Zettel verteilt, begann der Ablaufbetrieb. In Nürnberg ohne Ablaufberg, ausschließlich durch das Gefälle. Eine der 4 alten wasserhydraulischen Zulaufbremsen, auf denen der Wagenverband zunächst gestaucht wurde. Die vom Gleisbremser nach Gefühl dosierten Eingriffe ermöglichten das Entkuppeln und regelten die Abstände der Abläufe für die Laufwegtrennung. Die Weichenwärter in den zahlreichen Ministellwerken im Gleisfeld lenkten nach dem Rangierzettel die ablaufenden Wagen mit mechanisch gestellten Weichen in die vorgesehenen Richtungsgleise. Mit Hemmschuh-Auswurfbremsen wurden zu schnell ankommende oder zu dicht aufeinanderfolgende Wagen korrigiert. Nicht ungefährlich und lautstark. Auch in den geneigten Richtungsgleisen wurden die Wagen ausschließlich mit Hemmschuhen bis zum Stillstand abgebremst und angereiht. Diese veraltete Rangiertechnik hatte zwangsläufig unerfreuliche Folgen. Die höchsten Umstellungskosten je rangierten Wagen und die meisten Rangierschäden aller Anlagen der DB. Und auch die Unfallrisiken waren höher als anderswo. Eine nicht länger tragbare Negativbilanz. Trotz der enormen Anstrengungen aller Mitarbeiter, die technischen Mängel durch gute Arbeit einigermaßen wettzumachen. Sichern der Züge in den Richtungsgleisen durch Handbremsen, Hemmschuhe und Klemmkeile. Zur Ausfahrgruppe rollten die gekuppelten Wagen wiederum von allein, handgebremst. Über 100 Millionen Wagen in 80 Jahren.
mit einer völlig veralteten Betriebsweise. Zeitraubend, schadensintensiv, unfallträchtig. Ein Hemmschuh für die neue Bahn. Im Mai 1983 begannen die Umbauarbeiten. Den bestehenden Gefällebahnhof in einen klassischen Flachbahnhof umzugestalten, kam wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht in Frage. In allen Bereichen außer der Verteilzone blieb also das geneigte Höhenprofil im Wesentlichen erhalten. Hinzu kam ein Ablaufberg, doch davon später. Die Verteilzone ist für 64 Richtungsgleise ausgelegt. Gebaut wurden zunächst nur 56. Der neue Rangierbahnhof Nürnberg hat also noch Reserven. 48 Kilometer Gleis waren zu verlegen und 250 Weicheneinheiten. Die rasante Präzisionsarbeit der gewaltigen Gleisstopf- und Richtmaschine musste sich hier auf die Kurzstrecke der einzelnen Richtungsgleise beschränken. Eine Rampen- und Talbremse Bauart TW5. Leistungsstarke und reaktionsschnelle Gleisbremsen sind unverzichtbare Elemente der neuen Technologie in jedem modernen Rangierbahnhof. Die Rampen- und Talbremsen der Bauart TW5, von denen hier 14 eingebaut wurden, haben einen ölhydraulischen Antrieb. Sie greifen an den Radreifen der ablaufenden Wagen an und bremsen durch seitliches Anpressen. Die Wagen erreichen die Richtungsgleisbremsen mit einer Geschwindigkeit von ca. 4 Metern pro Sekunde. Diese Balkengleisbremsen der Bauart TW5E sind leichter, greifen nur einseitig an. Sie bremsen die Wagen je nach Gewicht auf 2 bis 1 Meter pro Sekunde ab. In Richtungsgleisen sollen Wagen grundsätzlich ladungsschonend gesammelt werden, natürlich auch hier im Gefälle. Deshalb mussten in Nürnberg Kolbengleisbremsen installiert werden, sogenannte Retarder. Ist ein Wagen schneller als die Ansprechgeschwindigkeit der Retarder, die bei 1 Meter pro Sekunde liegt, bremsen Sie ihn nach dem Stoßdämpferprinzip auf die jeweilige Sollgeschwindigkeit herunter. Für die Sicherung der Wagensäulen im Gefälle der Einfahr- und der Richtungsgruppe wurden speziell für Nürnberg verfahrbare, versenkbare und stationäre versenkbare Prellböcke entwickelt. Beides Weltneuheiten. Hier wird ein stationärer, versenkbarer Prellbock VP600 in einem Richtungsgleis montiert. Während überall auf dem Gelände des Rangierbahnhofs modernste Technik Einzug hielt, verschwanden die letzten Zeugen der Vorzeit. Dieses schmucke Stellwerkshäuschen bleibt der Nachwelt allerdings erhalten. Es kommt ins Verkehrsmuseum Nürnberg. Die Nervenstränge werden angeschlossen. Die hohe Leistungsfähigkeit des neuen Rangierbahnhofs basiert auf modernster Rangier- und Signaltechnik und einem fast vollautomatischen rechnergesteuerten Betriebsablauf. Ein dichtes Geflecht von Kabeln und über 700 Kabelstützpunkte sorgen dafür, dass jedes am Ablaufprozess beteiligte Mess- und Steuerelement an das Gehirn der Anlage, den zentralen Ablaufsteuerrechner, angeschlossen ist. Etwa 20.000 Adern laufen hier im neuen Stellwerk zusammen. Das Kabelchaos in die genau richtige Ordnung zu bringen, ist eine Sache für Spezialisten. Weit über 1.000 Mess- und Ordnungskontakte waren in den Gleisen zu installieren. Vorsicht, Radar! Im Bereich der Gleisbremsen wird das Tempo gemessen und damit die richtige Dosierung für die Balkengleisbremsen errechnet. Präzisionskontakte registrieren das Überrollen eines Rades. Dadurch wird unter anderem auch sichergestellt, dass sich keine Weiche unter einem Wagen umstellt. Diese Kontakte sind für die Gleisfreimeldung, die Steuerung von Gleisbremsen und für die versenkbaren Prellböcke zuständig. Andere messen das Gewicht der Wagen. Fertig.
In der Leitzentrale im Stellwerk war ein äußerst komplexes und kompliziertes Testprogramm zu absolvieren, bis auch die kleinste Ungereimtheit entdeckt und behoben war. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Wegen seiner zentralen Bedeutung ist der Ablaufsteuerrechner in doppelter Ausführung vorhanden. Bei einem Ausfall des aktiven Rechners übernimmt die heiße Reserve die Prozesssteuerung ohne jeden Zeitverzug. Auch die Abdrücklokomotiven werden vom Rechner ferngelenkt. Er berechnet die Abdrückgeschwindigkeit und überträgt die ermittelten Sollwerte auf eine eigens für das Gefälle entwickelte Loksteuerung. Eine weitere Pioniertat. Von einer Sendeeinrichtung in der Leitzentrale gehen die Steuerimpulse über Funk an eine Empfangseinrichtung auf der Abdrücklok und werden dort in vollautomatische Fahr- oder Bremsleistung umgesetzt. Alle Arbeiten steuerten exakt nach Plan auf das entscheidende Datum zu, Ostern 1987, Bau des Ablaufberges. Während der einzig möglichen, allerdings nur 4 Tage und Nächte langen Totalsperrung, wurde die Betriebsstruktur des Rangierbahnhofs Nürnberg total verändert. In dieser äußerst knappen Zeit mussten sämtliche Bauarbeiten im Herzen des Rangierbahnhofs über die Bühne. Hinzu kam die Anpassung der rangiertechnischen Elemente und der Anschluss der kompletten Anlage an den Steuerrechner. Ein 150-Tonnen-Gleiskran der Bahn wuchtete erstmal die 4 alten Zulaufbremsen aus ihren Verankerungen. Es waren übrigens 2 dieser Superkräne vor Ort. Man wollte kein Risiko eingehen. Trotz des außerordentlich großen Personal- und Maschineneinsatzes auf engstem Raum kamen sich die verschiedenen Arbeitsgruppen nicht in die Quere. Ein kleines Wunder. Und nur möglich durch eine minutiöse Planung, eine perfekte Organisation und die Bereitschaft der beteiligten Firmen, nur besonders qualifizierte Leute und bestes Gerät einzusetzen. Und dann hatte man auch das Glück des Tüchtigen. Herrliches Osterwetter mit wolkenlosem Himmel und klare Osternächte. Besonders nachts wirkte das geordnete Chaos auf dieser engen Großbaustelle geradezu gespenstisch. Denn die Arbeiten liefen mit der gleichen Rasanz und Präzision ab wie am Tage. Der erste Werktag nach Ostern, 14 Uhr. Der erste Wagen rollt planmäßig und pünktlich über den neuen Ablaufberg. Ein historisches Ereignis und, per Zufall, eine Ladung für ein symbolträchtiges Bild. Mit der Premiere begann zugleich der automatisierte, rechnergesteuerte Betriebsablauf auf der neuen Anlage, ohne die sonst übliche längere Betriebserprobung. Ein gelungener Sprung ins kalte Wasser. Den Verantwortlichen fiel ein Stein vom Herzen. Die Bautätigkeit auf dem Gelände war damit allerdings noch nicht zu Ende. Vor allem in der Richtungsgruppe gab es noch eine ganze Menge zu tun. Es waren noch Sprechsäulen aufzustellen, die auch auf einem Rangierbahnhof notwendig sind. In etlichen Richtungsgleisen waren noch Retarder zu montieren. Etwa 42.000 dieser raffinierten Minibremsen sind in Nürnberg eingebaut. Und auch sie wurde noch einige Zeit gebraucht. 1987 konnten alle wesentlichen Umbauarbeiten termingemäß abgeschlossen werden. Jetzt läuft der Betrieb auf dieser supermodernen Anlage nach dem Prinzip ab: Der Mensch denkt, der Rechner lenkt. Ein Zug fährt aus östlicher Richtung in die geneigte Einfahrgruppe ein und wird luftgebremst abgestellt. Ein Rangierer kuppelt die Zuglok ab. Sie wird vorgezogen. Zuschlag.
Stimmung für Gleis 405, bitte. Vorstufe 5, gegeben. Danke. Die Sicherung des Zuges übernimmt nun einer der 12 verfahrbaren, versenkbaren Prellböcke, die in der Einfahrgruppe installiert sind. Nach der Freigabe über ein Bedienpult am Gleis richtet sich der auch speziell für diese Anlage entwickelte VVP 500 auf und fährt an den ersten Wagen heran. Die Reichweite der mit einem elektrischen Seilantrieb bewegten Weltneuheit liegt bei maximal 30 Metern. Jetzt können die Wagen entlüftet, die Schlauchkupplungen getrennt und die Schraubenkupplungen lang gemacht werden. Mithilfe eines tragbaren Dateneingabegerätes nimmt der Zugabfertiger die erforderlichen Wagendaten auf. Über eine Funknachrichtenschleife gelangen diese direkt in den Rechner. Dieser erarbeitet blitzschnell sämtliche Informationen für die Laufwegsteuerung und die Geschwindigkeit des Abdrückvorgangs und liefert den Disponenten im Stellwerk eine fix und fertige Zerlegeliste. Damit sind die Richtungsgleise festgelegt. Dem Entkuppler dient die Zerlegeliste als Arbeitsanweisung und sie ermöglicht eine ständige Kontrolle aller Abläufe. Die Disponenten erhalten vom Rechner außerdem die erforderlichen Daten, um rechtzeitig alle Abläufe disponieren zu können. Der Richtungsgleisspiegel zeigt den Füllungsgrad der Richtungsgleise schon vor Beginn des Abdrückvorgangs an. Jetzt tritt eine der funkferngesteuerten Abdrücklokomotiven in Aktion. Sie zieht den Zug zunächst ein Stück weit vom Prellbock ab. Sobald die Kontakte an den Pufferflächen Puffer frei melden, wird die Abdrücklok durch einen Rechnerbefehl wieder gestoppt. Sind innerhalb von 20 Sekunden noch alle Wagen miteinander und mit der Lok verbunden, wird der Prellbock zurückgefahren und abgeklappt. Damit sind die Voraussetzungen für den Anrückvorgang erfüllt. Der Triebfahrzeugführer, der auf der Lok primär eine Überwachungsfunktion hat, hat zuvor dem Bergmeister die Betriebsbereitschaft gemeldet. Dieser signalisiert dem Rechner, Ablauf einleiten. Bevor dieser den Befehl des Bergmeisters ausführt, stellt und überprüft er alle für den beginnenden Wagenablauf relevanten Einrichtungen. Ist alles in Ordnung, wechselt er das Rangiersignal am Berg auf Fahrt und setzt die Abdrücklok in Bewegung. Da auch die Einfahrgruppe geneigt ist, muss die Lok den Wagenverband in der Regel bremsen. In der sogenannten Wanne, der Gegensteigung vor dem Ablaufberg, werden die vorderen Wagen gestaucht und können entkuppelt werden. Dann laufen sie ab. Dabei passieren sie eine Lichtschranke. Hier wird die Wagenlänge gemessen und geprüft, ob richtig getrennt wurde. Der Rechner ermittelt die optimale Abdrückgeschwindigkeit und gibt dem Geschwindigkeitsregler in der Lok präzise Fahranweisungen. Auf einer digitalen Geschwindigkeitsanzeige kann der Triebfahrzeugführer den automatischen Abdrückprozess überwachen. Je größer die Ablaufdichte, desto größer die Leistungsstärke eines Rangierbahnhofs. In Nürnberg ermöglicht das sensible Zusammenspiel modernster Mess- und Ortungseinrichtungen mit dem Steuerrechner kürzeste Abstände zwischen den einzelnen Wagen und Wagengruppen. Der Rechner stellt die Weichen in die Richtungsgleise, regelt die Geschwindigkeit der ablaufenden Einheiten und übt eine kontinuierliche Kontrolle auf ihren Laufweg aus. Die notwendigen Informationen liefern ihm die im Gleis eingebauten Mess- und Ortungseinrichtungen. Je kürzer die Umstellzeit der Weichen, desto dichter die Abläufe. Die in Nürnberg erzielten Spitzenleistungen sind nur durch Schnellstläufer-Weichenantriebe möglich. Sie lassen sich innerhalb einer halben Sekunde umstellen. Die rechnergesteuerte Geschwindigkeitsregelung erfolgt in drei Bremsstaffeln: Rampen-, Tal- und Richtungsgleisbremsen. Die Bremskräfte aller Bremsen werden vom Rechner so bemessen, dass die Ist-Geschwindigkeit mit der vorher ermittelten Soll-Geschwindigkeit übereinstimmt. Die Richtungsgleisbremsen entlassen alle Wagen, je nach Gewicht und Laufwiderstand, automatisch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2 bis 1 Meter pro Sekunde in die Richtungsgleise. Das gesamte Regelsystem auf dem neuen Rangierbahnhof Nürnberg ist auf eine hohe Effizienz und auf eine größtmögliche Schonung der transportierten Waren und Güter ausgelegt.
Kommt ein besonders gut laufender Wagen einem besonders schlechten Läufer zu nahe, hat auch hier die Sicherheit absoluten Vorrang. Der Schnellläufer wird vom Rechner in ein anderes Gleis gelenkt. Eine sehr seltene Situation. In einem solchen Sonderfall muss der Bergmeister handeln. Über den Bildschirm gibt ihm der Rechner die genaue Position des Falschläufers an und durch einen gezielten Sonderauftrag wird der Bergmeister die Sache wieder in Ordnung bringen. Auch in einer solch modernen Anlage hat der Mensch das letzte Wort. Die aus den Richtungsgleisbremsen rollenden Einheiten werden von den Retardern daran gehindert, auf der Gefälleanlage wieder in Fahrt zu kommen. Die nach dem Stoßdämpferprinzip arbeitenden Mini-Bremselemente bremsen allerdings nur die Wagen ab, die schneller sind als 1 Meter pro Sekunde. Bei den langsameren wird ein Leerhub ausgeführt. Die Retarder, die jede Einheit bis zum Kuppelreifen auflaufen, auf einer konstanten Schrittgeschwindigkeit halten, die deutlich geringer ist als die zulässige Auflaufgeschwindigkeit, bilden den Abschluss der zügigen, güterschonenden Sammel- und Anreihvorgänge auf dieser imposanten neuen Rangieranlage. Am Ende der 56 Richtungsgleise übernehmen die versenkbaren Prellböcke die Spitzensicherung der gesammelten Wagen. Auch sie eine Nürnberger Spezialität. Die versenkbaren Prellböcke stoppen die auflaufenden Einheiten und halten die im Gefälle stehende Wagensäule. Sie können alle aus der Betriebsweise resultierenden statischen und dynamischen Belastungen verkraften. Und noch ein bisschen mehr. Die Überführung des gekuppelten Wagenverbandes aus den Richtungsgleisen in die Ausfahrgruppe übernimmt eine Rangierlok mit 2 50 Tonnen schweren Ballastwagen als Bremseinheit. Ist sie richtig platziert, kann über ein Bedienpult der Prellbock abgeklappt und profilfrei abgesenkt werden. Der Wagenverband setzt sich in Bewegung und läuft auf die bereitstehende Bremseinheit auf. Jetzt wird der Anhang in die Ausfahrgruppe überführt. Von dort aus geht der neu gebildete Güterzug dann auf die Strecke. Mit dieser Anlage in Nürnberg besitzt die Deutsche Bundesbahn einen der leistungsfähigsten und sichersten Rangierbahnhöfe in Europa. Der aufwendige Umbau unter dem rollenden Rad war nur durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten zu bewältigen und durch die bewährte Kooperation zwischen Bundesbahn und Privatfirmen. Die Bahn will und muss die unbestreitbaren Vorteile der Schiene beim Austausch von Gütern stärker als bisher zur Geltung bringen. Im Mittelpunkt des Güterverkehrs von heute und morgen steht der schnelle, wirtschaftliche, zuverlässige und sichere Schienentransport zwischen den deutschen und den europäischen Wirtschaftszentren. Das verlangt marktgerechte Logistik, schnelle Verbindungen und moderne, leistungsstarke Rangierbahnhöfe. Rangierbahnhöfe wie diesen in Nürnberg.